Hallo und herzlich willkommen zu LIFO, einem etwas anderen Projekt hier und dem vermutlich ersten Horrorspiel. Es ist was Schreckliches passiert. Und was genau, erfahren wir jetzt. Honey, where are you? You've been gone for hours now. Look, I know I've been a dick to you, but you know I don't mean what I say when I'm angry. The things I said to you, they're horrible, and I didn't mean any of it. Please, just call me back. Bye. Okay, Amy, this is not funny. Why are you not answering my calls? If you don't call me back by midnight, I'm calling the cops. Mist Studio presents LIFO. Wake up. Wake up. Wake the fuck up! Damn it. We hope you had a comfortable journey. Seeing as you made it home, that's more than so. Now, I'm gonna guess, just out of logic, out of common sense, you noticed the saw. If that's so, you should be able to tell it's a little used. Turns out the others have more brains than I thought. Now I'm gonna conclude that you're different. You're not the same, you're not gonna be a dick, you're gonna do pretty much gonna do everything, anything, to get your ass out of there. Wanna? Lass mich frei. You fucking wanna! Here's the deal. We're gonna need you to answer a simple little riddle. You ready? Mm-hmm. You ready? So here goes the riddle. Geht lauter. A penguin whose voice is warm, whose feet are four in two and three. So mutable a thing is none that moves in earth or sky or sea. When and most feet this thing doth go, its strength is weakest at its pace, least slow. Do forgive the comic relief. Now, I'm gonna be generous, and I'm gonna help you. It's a big giveaway. It's a big giveaway. The word you're looking for has five letters. Yep, five. One more thing, got 100 seconds. 100 seconds. What? 40 seconds. Good ich luck to you, partner. Keine Ahnung. Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Voice is one, whose feet are four, and two, and three. So mutable,
A thing is numb that moves in earth or skyl sea. When in most feet this thing doth go, its strength is weakest at its pace. Ach du Scheiße. Slow. Wie sollen wir dieses Rätsel lösen? Gib mir noch mehr. Ich weiß es nicht. Five Leathers. Fünf Buchstaben. Die Stimme ist 1. Die Feet sind 2 und 3. Das macht keinen Sinn. Was ist es? Ich kann es nicht wiederholen. Ich weiß es nicht. Wie sollen wir hier rauskommen? Unsere Freundin ist verschwunden. Wir müssen sie retten. Right. Fuck me wrong. Das war falsch. Ich kann nicht. Er kann es auch nicht wiederholen. Wiederhol den Scheiß bitte. Wie sollen wir hier rauskommen? Die Säge ist gleich bei uns. Wir sind halt einfach gleich tot, gell? Ich... Ja, wir sind tot. Wir werden gerade aufgesägt. Wake up. Wake up. Hi. Ach. Wo sind wir hier? Ja, diese Säge ist ziemlich nah. Gott. Maybe. Ja, ich will hier raus. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Alter. Here's the deal. Mhm. We're gonna need you to answer a simple little riddle. You ready? You ready? Gib mir ein Rätsel. Hundert Sekunden. A thing there whose voice yes. Is one, whose feet are 4 and 2 and 3. So mutable a thing is none, that moves in earth or skyl sea. When in most feet this thing doth go, its strength is weakest at its pace most slow. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. A thing. A human.
A human. Ein Mensch war's. Ein Mensch. Seine Stimme ist 1. Seine Füße sind 4, 3 und 2. Was ist das für ein Ort? Guckt euch diese Säge an. Alter, was ist das alles hier? Und was war's denn, was machen die mit uns? Warum wurden wir entführt? Was ist hier los? Ah. Unsere Freundin kann nicht... Holy shit! Alter! Unsere Freundin kam nicht nach Hause. Wo ist sie aufgeblieben? Und warum haben die Leute jetzt auch noch uns entführt? Alter! Alter! Da ist nichts. Wo ist dieser Typ hin? For that door, you're gonna have to find a key. Lucky for you, it's right next to you, pretty much. All you gotta do is look at the door, face the door, and to the right of it, you should see the sunflower room. Head inside. Mhm. Da drin. God. Sie kommen. Der Sonnenblumenraum. What the fuck? Das war eine große Spinne. Und hier drin... Hier drin... sollen wir einen Schlüssel finden. Wie sollen wir hier drinnen einen Schlüssel finden? Hier ist alles voll mit Sonnenblumen. Gott. Was wollen die von uns? In was sind wir hier reingeraten? Wahrscheinlich die gleichen Entführer, die auch meine Freundin entführt haben. Könnte der Schlüssel sein. Holy shit. Holy shit. Ich sehe einen Scheiß. Und es... Alter. Alter, ich krieg richtig Gänsehaut. Hilfe. Bleib weg, Spinne. Bleib weg. Bleib einfach weg. Bleib einfach weg. Ich suche nur einen Schlüssel. Ich suche nur einen Schlüssel. Ich suche nur einen Schlüssel. Ich will nur einen doofen Schlüssel haben. Mehr will ich gar nicht. Wo ist der Schlüssel? Wo könnte hier ein Schlüssel sein? Wie soll ich denn hier einen Schlüssel finden? Da. Eine Tür. Fuck me. Ich bin im Kreis gelaufen. Wir sind in einem... Es wird lauter, es wird lauter. Ich will hier weg. Wo ist die Spinne? Ich will hier nicht weiter. Wo ist das? Alter. Wo soll ich hier einen Schlüssel finden? Fuck, die war da vorne. Die war da vorne so safe. Ich hab doch keine Ahnung, was ich hier mache. Ich
Ich hab doch wirklich keine Ahnung. By the way, wusstet ihr, dass zu dem Horrorspiel Slenderman jetzt ein Film rauskommt? Alter. Das war doch safe eine Falle. Ich will ja einfach nur wieder raus. Ich weiß nicht, ob die Spinne mein Flashlight bemerkt oder nicht. Aber ich bin dann doch lieber ohne. Mann. Ist einfach nur schwarz. Ich weiß nicht, ob ich es so geil finden soll. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich nichts gesehen habe. Ah, ist das hell. Okay, ganz souverän, ganz souverän. Easy, wir haben Schlüssel gefunden. Es ist Zeit weiterzugehen. Es ist einfach Zeit weiterzugehen. Es ist nur Zeit. Was hat sich gerade von meinem PC abgeschlossen? Nein! Shining armor. But the knight has a choice. Will he choose to save her or himself? It's up to him. The really fun part is... he doesn't know which button saves who. What? Entweder mich... oder meine Freundin. Und ich weiß nicht mal wer... den wir retten können. Gott, ich will... ich... ey, Quietschestuhl. Du machst das nicht gerade unspannender. Gott, ich liebe dieses Mädchen. Aber ich weiß ja nicht mal, wen ich rette. Ich weiß es nicht. Ich hab... Gott, ich hab keine Ahnung. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Warum musste sie gehen? Hätte ihr nicht einfach mich sterben lassen? Gott. Unser Licht geht nicht mehr. Und irgendwas kommt auf uns zu. Und ich kann nichts mehr machen. Holy shit. What the fuck? What the fuck? Das war's. Das war's schon mit Life. Foe. Lefo. Whatever. Das war eine kurze, traumatisierende Erfahrung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir sind ja nicht gestorben, oder? Es war einfach fertig. Also ein bisschen perplex bin ich schon. Nee, ist einfach fertig. Ja, passiert nochmal genau das gleiche. Okay, ich bin sehr verwirrt. Ich denke ihr auch. Das Spiel ist wie immer kostenlos zu finden. Auf itch.io.
Auch wenn ich ein bisschen verwirrt. Verwirrt bin mit der Erfahrung, die wir gerade gemacht haben. Fand ich es doch cooler als erwartet. Und kürzer als erwartet. Ich hab's mir länger vorgestellt. Never mind. Das war's mit LIFO. Ihr könnt jetzt hier noch klicken. Für weitere Videos. Oder gerne, um ein Abo da zu lassen. Und wenn ihr irgendein Spiel vorschlagen möchtet, das ich mal teste von itch.io, dann gerne ab in die Comments damit. Und ich hoffe, ihr habt mich gerade überhaupt verstanden, denn die Musik war ziemlich laut. Ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Projekt. Euer Days.